Herzlich willkommen zu einem neuen Mathematik-Tutorial der Science Buddy. Wir beschäftigen uns heute mit der Berechnung von Eigenwerten und Eigenvektoren einer zweireihigen Matrix. Also, wir haben hier gegeben eine 2×2-Matrix, eine reelle, und wir möchten nun von dieser 2×2-Matrix zunächst die Eigenwerte und dann die dazugehörigen Eigenvektoren bestimmen. Beginnen wir aber im ersten Schritt einmal, also das machen wir wieder ganz systematisch, mit den Eigenwerten. Also wir wollen jetzt einmal die Eigenwerte bestimmen. Wie funktioniert das? Und zwar, die Eigenwerte sind die Lösungen einer sogenannten charakteristischen Gleichung. Das heißt, man bestimmt die Determinante der Matrix, die sich ergibt, indem man die Matrix A, die hier gegeben ist, minus Lambda mal der Einheitsmatrix bildet, also diese Differenz. Und diese Determinante setzt man 0. Das heißt, jetzt müssen wir das Schritt für Schritt mal machen. Wie schaut denn das aus? Machen wir das einmal ganz einfach. Also die Matrix A schaut ja so aus. Minus 2, 1 und minus 5, 4. Die schreiben wir uns ab. Das ist jetzt unsere Matrix A. Minus Lambda mal der Einheitsmatrix. Die Einheitsmatrix, wie schaut die aus, die Zweireihige? Die schaut so aus. 0, 1, 0 und 0, 1. Das heißt, jetzt schreiben wir hier die Matrix A noch einmal ab. Minus 2, 1. Minus 5 und 4, minus, und jetzt multipliziere ich dieses Lambda hier hinein. Ja, da kommt einfach, wo die 1er stehen, kommt ein Lambda hin. Und wo die 0er stehen, bleibt 0, weil Lambda mal 0 ist 0. Also haben wir hier 0, 0, 0 und Lambda. Ist also weiter gleich. So, und jetzt rechnen wir das wirklich Schritt für Schritt aus, wie wir es gelernt haben bei der Subtraktion von Matrizen. Minus 2 minus Lambda ist der erste Eintrag. Und so schreiben wir das auch hin. Dann haben wir hier minus 5 minus 0 ist minus 5. Eine schöne Klammer. Und hier haben wir 1 minus 0 ist 1. Und hier haben wir 4 minus Lambda. Also 4 minus Lambda. Und jetzt wollen wir die Determinante dieser Matrix berechnen. Also, wir schreiben uns das auf. Wir schreiben uns die Matrix zunächst nochmal ab. Minus 2 minus Lambda und minus 5, 1 und 4 minus Lambda. Wie geht es jetzt mit der Determinante? Ja, wir haben wieder gesagt, Hauptdiagonale minus der Nebendiagonale, das ist die Nebendiagonale, das setzen wir minus, also, hier Hauptdiagonale, minus 2 minus Lambda, mal 4 minus Lambda, jetzt kommt hier minus, minus 5 mal 1, ist also, jetzt können wir das hier, ja, ausmultiplizieren, minus 2 mal 4 ist minus 8, 4 mal minus Lambda ist minus 4 Lambda, dann hier, minus Lambda mal minus 2 ist plus 2 Lambda, minus Lambda mal minus Lambda ist plus Lambda zum Quadrat und minus ist plus 5. Ist also gleich, jetzt sortieren wir es absteigend nach der höchsten Potenz von Lambda. Beginnt man also mit Lambda zum Quadrat, dann haben wir hier minus 4 Lambda plus 2 Lambda sind minus 2 Lambda. Und minus 5, minus 8 plus 5 ist minus 3. Und das müssen wir jetzt 0 setzen. Weil wir wollen jetzt dieses Lambda bestimmen, wir wollen den Eigenwert bestimmen, das heißt, das setzen wir jetzt 0. Okay, dann bekommen wir zwei Lösungen heraus. Wie löst man das? Ja, mit dem
mit der kleinen Lösungsformel. Machen wir es einmal zur Wiederholung. Also quasi Lambda 1, 2 ist gleich. Schreiben wir uns die Formel zunächst auf. Minus p halbe plus minus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Okay, wenn wir uns so eine Formel aufschreiben, die rufen wir uns einfach immer wieder ins Gedächtnis. Wir haben hier eine normierte Gleichung. Also minus p halbe, minus und minus ist plus, 2 durch 2 ist 1, plus minus p halbe zum, also die Wurzel aus, das schreiben wir uns auch gleich an. So, p halbe ist ja 1, zum Quadrat ist 1, minus q, minus und minus ist plus 3. Ist also 1 plus minus 1 plus 3 ist 4, die Wurzel aus 4 ist 2. Damit haben wir jetzt zwei Lösungen, nämlich Lambda 1 ist gleich. 1 minus 2 ist minus 1 und 1 plus 2 ist 3. Also ist unser Lambda 1 gleich minus 1 und unser Lambda 2 gleich 3. Jetzt haben wir die beiden Eigenwerte dieser Matrix bestimmt, nämlich Lambda 1 ist minus 1 und Lambda 2 ist 3. Jetzt folgt der nächste Schritt. Jetzt bestimmen wir die Eigenvektoren. Also, im Schritt 2 bestimmen wir die Eigenvektoren. Eine lange, aufwendige Rechnung. Bitte bleibt es noch munter und rechnet es mit. Wie bestimme ich denn nun diese Eigenvektoren? Das geht so, indem ich mir ein homogenes lineares Gleichungssystem aufschreibe, nämlich die Matrix A minus Lambda I, das sind diese quasi zwei Eigenwerte, mal wieder der Einheitsmatrix E mal xi, das ist dann der Eigenvektor, den ich suche, muss 0 sein. Und für i haben wir eben jetzt hier in diesem Fall 1 und 2, weil wir haben ein Lambda 1 und ein Lambda 2. Das heißt im Prinzip, diese zwei Formeln sind die essentiellen. Hier mit dieser Determinante bestimme ich mir die Eigenwerte und hier mit diesem homogenen Gleichungssystem bestimme ich mir die Eigenvektoren. Also, beginnen wir mit dem ersten Eigenvektor, Lambda 1 ist gleich minus 1. Also, Lambda 1 ist gleich minus 1. Mit dem fangen wir an. So, jetzt müssen wir einfach hier einsetzen. Nämlich, wir bilden die Matrix A minus Lambda I mal der Einheitsmatrix. Das schaut jetzt so aus wie hier heroben. Das haben wir im Prinzip hier schon stehen, nur anstelle vom Lambda setzen wir jetzt was ein? Jetzt setzen wir minus 1 ein. Das heißt, jetzt können wir uns das eigentlich eh sehr leicht ausrechnen. Nicht? Jetzt haben wir hier, Lambda ist minus 1, minus und minus ist plus, minus 2 plus 1 ist minus 1. Hier die 1er kann ich mir ja drunter abschreiben, der minus 5er bleibt mir auch erhalten. Und jetzt hier, wieder 4 minus minus 1 ist 4 plus 1 ist 5. Mal jetzt den Einheitsvektor, also der hatte die Koordinaten, die müssen wir bestimmen, x1 und x2. Und dieses Gleichungssystem muss eben 0 ergeben, also im Prinzip hier den Nullvektor. Jetzt schreiben wir uns das als Gleichungssystem an, nämlich wie geht denn das? Das ist minus 1 mal x1, also minus x1. Jetzt minus 5 mal x2 ist minus 5. x2 ist gleich 0. Das wissen wir noch aus der Matrizenmultiplikation. Jetzt die zweite Zeile. 1 mal x1 ist x1. Und 5 mal x2 ist plus 5 mal x2 ist gleich
ebenfalls 0. Jetzt haben wir hier zwei Unbekannte hier und hier wir haben wir ein homogenes Gleichungssystem. Was können wir denn jetzt machen? Ja, wir können im Prinzip dieses Gleichungssystem auch auf eines reduzieren, denn was sieht man hier, die sind nicht voneinander unabhängig. Die zweite Gleichung, wenn ich, ist einfach das minus 1-fache der erste Gleichung. Wenn ich die erste Gleichung hier mit minus 1 multipliziere, minus und minus ist plus, minus komme ich auf die zweite Gleichung. Das heißt, im Prinzip bleibt mir jetzt hier sowieso nur eine Gleichung über, nämlich die x1, das ist die einfachere, plus 5 mal x2 ist gleich 0. So, jetzt habe ich eine Gleichung, eine einzelne, mit zwei Unbekannten. Das heißt, eine der beiden Unbekannten kann ich mir frei wählen. Jetzt nehmen wir einfach einmal die x2 und setzen wir die einfach einmal Alpha. Also, wir sagen, das ist x2, das setze ich jetzt einfach mal Alpha. Mit Alpha Element R. Das kann ich das jetzt hier einsetzen, nicht? Dann steht jetzt da x1 plus 5 mal Alpha ist gleich 0. Daraus folgt, mein x1 ist gleich minus 5 mal Alpha. Das heißt, jetzt habe ich hier zwei Lösungen. Einmal x1 ist minus 5 Alpha und x2 ist gleich Alpha. Das heißt, mein Eigenvektor x1 kann ich mir so anschreiben, der hat als x1 minus 5 Alpha und als x2 hat er Alpha. Was kann ich da herausheben? Ja, ist Alpha. Das heben wir auch herauf, also habe ich Alpha mal minus 5 und 1. Zum Schluss wird dieser Eigenvektor noch normiert, das heißt, er wird auf Länge 1 gebracht. Also, wie geht es? Jetzt rechnen wir zunächst den Betrag aus. Also, x1 ist gleich, ja, der Absolut des Alpha können wir ja vorheben, also ist es das Absolutbetrag von Alpha, mal, jetzt ganz normaler Betrag eines Vektors, das ist die Quadratwurzel aus der Summe der beiden quadrierten Komponenten. Also minus 5 zum Quadrat plus 1 zum Quadrat ist also der Absolutbetrag von Alpha mal 5 zum Quadrat ist 25 plus 1 ist 26, also mal der Wurzel aus 26. Und das soll nun auf die Länge 1 gebracht werden. Ja, wie geht das? Ja, genau dann, wenn ich durch die Wurzel aus 26 dividiere. Das heißt, mein Alpha ist gleich 1 durch die Wurzel aus 26. Das heißt, jetzt können wir uns auch sagen, okay, uns reicht die positive Lösung. Wir sagen, Alpha ist gleich 1 durch die Wurzel aus 26. Reicht einmal hier vollkommen. Und damit haben wir unseren Eigenvektor auch schon bestimmt. Nämlich unser x1. Den bezeichnen wir mit Tilde, weil er normiert ist. Ist also, anstelle von Alpha bekomme ich 1 durch Wurzel 26. 1 durch die Wurzel aus 26 mal minus 5 und 1. Und das ist jetzt mein Eigenvektor zum Eigenwert Lambda ist gleich minus 1. Bin ja natürlich noch nicht fertig, gell? Jetzt muss ich das ganze Schmäh auch noch mit Lambda ist gleich 3 durchrechnen. Also für Lambda 2 ist gleich 3, geht das Ganze jetzt aber analog. Das heißt, wir müssen ebenfalls hier wieder dieses Gleichungssystem aufschreiben. Das machen wir jetzt noch gemeinsam. Also, anstelle von Lambda setzen wir jetzt 3 ein. Dann haben wir jetzt hier minus 2 minus 3 ist minus 5. Die 1 bleibt natürlich erhalten. Hier bleibt die minus 5 erhalten. Und da haben wir 4 minus 3 ist 1. Auch da müssen wir jetzt wieder
dieses Gleichungssystem lösen mit x1 und x2 und das 0 setzen. Wenn wir das ausmultiplizieren, da sehen wir ja schon auf den ersten Blick hier, die erste Zeile ist einfach das minus 5-fache der zweiten Zeile. Das heißt, es reicht wieder eine Gleichung anzuschreiben, nämlich ich schreibe das jetzt daher, damit man es noch besser sieht. x1 bleibt jetzt einfach bei der zweiten Zeile plus einmal x2 ist gleich 0. Ja, jetzt setzen wir einfach x2 gleich Beta oder wir setzen, ja, das machen wir. Wir setzen x2 gleich Beta. Was muss dann x1 sein? Ja, x1 kann dann nur noch, wenn hier Beta steht, dann bringe ich Beta auf die rechte Seite mit minus Beta, also ist mein x1 gleich minus Beta. Und damit habe ich jetzt schon einmal die erste Form von meinem Eigenvektor gefunden, vom zweiten, nämlich minus Beta und Beta. Ist also das gleiche wie Beta mal minus 1 und 1. Ja, und jetzt muss ich nur noch normieren. Das heißt, im Prinzip, das haben wir jetzt eh schon gesehen, man dividiert einfach durch den Absolutbetrag des Betas, durch den Absolutbetrag dieses Vektors hier. Ja, was ist da der Absolutbetrag? 1 zum Quadrat plus 1 zum Quadrat, 1 plus 1 ist 2. Also habe ich hier dann mein x2 Tilde, mein zweiter Eigenvektor, das machen wir jetzt analog, gell? Anstelle von Beta setzen wir 1 durch den Absolutbetrag des Vektors. Das habe ich ja hier auch getan. Anstelle von Alpha habe ich 1 durch den Absolutbetrag genommen. Das mache ich jetzt gleiche beim Beta. Anstelle von Beta setze ich 1 durch den Absolutbetrag dieses Vektors. Ja, 1 plus 1 ist 2. Also 1 durch die Wurzel 2 mal minus 1, 1. Und das ist jetzt mein zweiter normierter Einheitsvektor. x2. Also noch einmal Resümee. Wir haben hier eine zweireihige Matrix. Wir bestimmen zunächst die Eigenwerte über die Determinante hier. Das nennt man, was hier herauskommt, nennt man übrigens charakteristisches Polynom. Das charakteristische Polynom setzen wir 0, bestimmen die beiden Eigenwerte und die Eigenvektoren. Im Schritt 2 bestimmen wir, indem wir hier dieses homogene Gleichungssystem lösen, indem wir eben in dieser Matrix für Lambda einmal den ersten Eigenwert und einmal den zweiten Eigenwert einsetzen. Das ist sozusagen der gesuchte Eigenvektor und das ist ein homogenes lineares Gleichungssystem. Das lösen wir, indem wir eben einen Parameter frei wählen, den nennen wir einmal Alpha und einmal Beta, den kann man auch μ oder Gamma nennen, das ist ganz egal, einfach nur hier, um auszudrücken, da setzt man eben, wählt man einen frei wählbaren Parameter, dann bekommt man hier den Eigenvektor heraus und man möchte zum Schluss den normierten Eigenvektor. Das heißt, der normierte Eigenvektor ist dann 1 durch den Absolutbetrag des Eigenvektors multipliziert mit dem Eigenvektor. Und für zwei Eigenwerte brauchen wir natürlich zwei Eigenvektoren. Oh, das war jetzt anstrengend, sicher auch für euch, aber ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen und auch geholfen. Wenn dem so ist, dann gebt mir bitte ein Like und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.